Ja, hallo Leute, in diesem Video seht ihr das Review zu dem iPhone 5 Mod. Das Ganze ist eine Rückseite für euer iPhone 4 oder iPhone 4S, wo den Look vom iPhone 5 hat. Die Verpackung sieht hier jetzt so aus, wird da so geliefert. Wenn ich das Ganze wieder aufkriege, kann ich euch das mal genauer zeigen. Es werden auch zwei Schraubenzieher mitgeliefert. Rückseite sieht dann so aus, ist mit einer Schutzfolie versehen, also keine Angst. Und hier haben wir dann die Rückseite. Hier habe ich mein schwarzes iPhone 5. Und wie ihr seht, ist es natürlich kürzer, da das für das iPhone 4 oder 4S ist. Aber vom Look her identisch mit dem weißen iPhone. Wir haben oben und unten die weißen Glasplatten und in der Mitte die Aluminiumrückseite. Wir sehen da haben wir das Apple-Logo und den iPhone-Schriftzug. Der Rest ist da nicht zu sehen. Aber trotzdem ist wirklich super hohe Qualität. So. Das iPhone 4, 4S kennt ihr ja von der Rückseite her, sieht so aus. Wir machen jetzt einfach das Backcover runter und das dran und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. So sieht das Backcover dann aus, wenn das Ganze installiert ist. Sieht richtig schick aus, wie ich sagen muss. Es ist auch hier wirklich richtiges Glas. Ob das Aluminium ist, kann ich leider nicht sagen. Und hier oben haben wir auch wieder Glas. Wir haben auch hier eine super Kameraabdeckung, aber leider ist die Linse bei mir rausgefallen schon, deswegen muss ich sie mit Tesa wieder reinkleben, was ich nicht so gut gelöst finde. Sonst von der Dicke her ist es identisch mit der Originalrückseite. Ja, ist eigentlich alles super verarbeitet und sieht auch meiner Meinung nach richtig super aus. Kann ich nicht sagen. Zum Vergleich, die Platten da oben und unten, die Glasdinger, ist nicht richtiges Weiß wie beim weißen iPhone, wie man hier vielleicht sieht. Das weiße iPhone ist einfach deutlich weißer. Aber wie gesagt, von der Dicke her komplett identisch. Da mich viele gefragt haben, wo sie das Ganze kaufen können, ich muss euch leider enttäuschen. Die Website wurde von Apple gebeten, diese Sachen oder das Backcover nicht mehr zu verkaufen, da sie das Design vom iPhone 5 nachmachen. Ich konnte noch rechtzeitig bestellen, das Ganze hat $30 gekostet, war auch relativ schnell da, 2 Wochen oder so. Ich tue trotzdem mal einen Link zur Website in die Beschreibung packen, da könnt ihr mal nachschauen, denn immer wieder können Einzelne trotzdem bestellen und vielleicht habt ihr ja Glück. Ja, dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ich konnte viele Fragen beantworten. Ich hoffe, ich kriege nicht mehr viele Fragen, wo ihr das kaufen könnt. Dann war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so war, Daumen nach oben wäre super. Abonnieren, wenn ihr mehr Sachen über das iPhone 5 sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!